Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag bei Dynamo Dresden. 13:30 geht's los. Ich grüße dazu ganz herzlich, wie immer, an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, wie sieht es personell vor dem Spiel am Sonntag aus? Ja, personell sieht es eigentlich ganz gut aus. Oliver Hüsing wird zurückkehren, hat die ganze Woche ohne Probleme trainieren können. Einziges Fragezeichen jetzt hinter Timo Bermann, der Anfang der Woche umgeknickt ist, allerdings gestern gut mit dem Athletiktrainer trainiert hat. Und da schauen wir mal, wie sich es heute entwickelt. Vielen Dank soweit und jetzt eure Fragen zum Auswärtsspiel am Sonntag. Wer macht den Anfang? Einer muss den Anfang machen, darf den Anfang machen. Thomas Stefko, Radio 7 beginnt, bitte. Wenn sonst keiner mag, jetzt nicht direkt zum Spiel. Ich hätte mal die Frage, so nach drei Pflichtspielen aus Ihrer Sicht, wie weit ist die Mannschaft schon da, wo Sie sie gerne hätten und wo gibt es am ehesten nur Luft nach oben, wo Sie sagen, also da müssen wir doch noch nachlegen? Ja, zunächst mal, klar, jetzt ist es noch zu früh, irgendwie über eine Bewertung zu sprechen. Ich glaube, dass es mal positiv ist. Drei Pflichtspiele umgeschlagen, davon zwei gewonnen. Klar gibt es in jedem Bereich Dinge, die man besser machen kann. Ich glaube, in Stuttgart hat man jeweils Anfang der jeweiligen Halbzeiten gesehen, dass wir nicht richtig im Spiel waren, nicht richtig in den Zweikämpfen. Es ist wichtig, dass wir das gerade im Hinblick jetzt auf das Spiel am Sonntag in jeder Phase haben. Wir haben einige Tore schon geschossen. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs, wo am meisten Zweifel vielleicht im Umfeld waren nach dem Verlust einiger Leistungsträger. Aber da hat die Mannschaft in jedem Spiel gezeigt, dass wir jederzeit Torgefahr auch ausstrahlen können. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, suchen jetzt auch nicht immer nur das Salz in der Suppe, sondern müssen immer uns auch auf den nächsten Gegner auch ausrichten. Das hat die Mannschaft bis jetzt in Summe gut gemacht und den Weg wollen wir einfach weitergehen. Wenn man die Tabelle anschaut, wie aussagekräftig ist die überhaupt nach zwei Spieltagen? Weil da steht Heidenheim Vierter, Dresden Letzter, punktlos. Wie aussagekräftig ist so eine Tabelle nach zwei Spieltagen? Also für mich ist die Tabelle am aussagekräftigsten nach dem 34. Spieltag. Und nochmal, jetzt über den Start zu sprechen, ob der gut oder weniger gut war, das kann man jetzt noch nicht machen. Mal nach 8 bis 10 Spieltagen, glaube ich, gibt es eine Tendenz, in welche Richtung es geht. Da wollen wir möglichst viele Punkte haben, um aus einer guten Position die Saison weiterzuspielen. Aber jetzt auf die Tabelle zu schauen, ist ja völliger Nonsens. Timo Lemmert für die Rems-Zeitung, bitte. In der Liga sind die Dresdner natürlich nicht gut reingekommen. Jetzt haben sie gegen Oberligisten in Dassendorf gewonnen. Aber das war so, ich habe mir ein paar Interviews von denen angeguckt, die Erleichterung war da zu spüren. Was glaubst du, wie die Dresdner das jetzt beflügeln kann im Spiel gegen euch? Was erwartest du von Dresden am Sonntag? Also in der Liga muss man ganz klar feststellen, dass sie ergebnistechnisch nicht gut in die Liga gekommen sind. 60% Ballbesitz gegen Nürnberg, 14 zu 5 Torschüsse und am Ende das Spiel 1-0 verloren. Ich glaube, da übertreibt man nicht, wenn das Spiel hätte auch ganz anders laufen können. Zu Hause im ersten Punktspiel gegen KSC sind sie kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen, haben Dominanz gehabt, haben den Ball gut laufen lassen und kriegen dann durch eine Standard in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ist 1-1. Also sind ein paar Dinge einfach gegen sie gelaufen. Trotzdem sieht man, dass sie sehr variabel spielen, sehr offensiv stark spielen. Und selbst gegen Dassendorf jetzt, ja, haben sie 3-0 gewonnen, aber haben auch so eine Phase gehabt, wo sie, glaube ich, Mitte der ersten Halbzeit auch hätten in Rückstand geraten können. Jetzt haben sie nochmal zwei Stürmer verpflichtet. Wie gesagt, sie werden da ja ihrem Weg treu bleiben, werden versuchen, über variables Positionsspiel auch gegen uns letztendlich zum Erfolg zu kommen. Und dann im Spiel wird man sehen. Doch ein bisschen Druck ist da. Klar, wenn du nach zwei Spielen 0 Punkte hast, dann wirst du nicht wieder zu Hause spielen gegen Heidenheim und wieder verlieren. Von daher wird es eine sehr intensive Partie. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir wieder gut in den Räumen verteidigen müssen, weil der Gegner viel die Positionen wechselt und selber auch wieder bereit sein, möglichst effektiv zu spielen. Das wird die Aufgabe für Sonntag sein. Noch eine Nachfrage. Kannst du jetzt in deiner Analyse jetzt so ein Spiel gegen einen Oberligisten für deine Analyse gebrauchen? Oder gehst du denn eher auf die Liga ein? Wie kann man sich das dann vorstellen? Ja, klar, haben wir auch das Spiel jetzt in unsere Analyse, die wir mit der Mannschaft machen werden, auch einfließen lassen. Aber das 2 und 3-0, ich glaube, das braucht man sich nicht mehr anschauen, weil da hat man dann eben gesehen, die Unterschiede.
vor allem auch im athletischen Bereich, was dann auch zur Folge hat, dass taktisch und im individualtaktischen Bereich einfach Dinge passieren, die es so in der zweiten Liga nicht gibt. Also wir nehmen schon zum größten Teil die zwei Spiele zu Hause gegen Nürnberg und in Karlsruhe zur Analyse her und trotzdem ein paar Verhaltensweisen, weil die Mannschaft auch wieder durchrotiert wurde, ist ja wichtig, dass man da auch auf die einzelnen Spieler eingeht. Beispielsweise hinten, Ehlers hat in der Dreierkette jetzt im Pokal nicht gespielt, dafür kam Ballas rein und ich gehe davon aus, dass da auch sich nichts ändern wird jetzt im Vergleich zu dem Pokalspiel. Nochmal Thomas Schiffko, Radio 7, bitte. Ja, ich würde gerne mal eine Frage zu den Fans stellen. Es wurde ja vor dem Pokalspiel in Ulm ja recht kritisch auch über beide Seiten gesprochen. Mir würde mal interessieren, wie wichtig ist eigentlich die positive Energie, die so ein Fanblock, der rot-blaue Fanblock, dann auch bei so einem Auswärtsspiel in so einem Hexenkessel wie Dresden eigentlich der Mannschaft gibt? Ja, natürlich. Wenn du zahlreiche Fans in dir hast, die ordentlich Stimmung machen, ist das immer positiv und gibt der Mannschaft immer noch mal, ich würde es mal so beschreiben, einen extra Kick. Und trotzdem musst du dann in verschiedenen Situationen, jetzt spielen wir in Dresden, haben 30.000 gegen uns, das muss man ausblenden. Aber wir freuen uns drauf, weil diese Emotionalität, die gehört dazu, auch zu unserem Spiel. Ich glaube, wenn es ruhig wäre außen, dann fehlt uns was. Ich glaube, dann könnten wir auch nicht so unsere Leistung bringen. Von daher sind wir froh, wenn es richtig auch Lärm gibt von außen. Schön zu Hause, wenn die Fans hauptsächlich hinter uns stehen. Aber es kann auch total motivierend sein, wie jetzt am Sonntag, wenn das ganze Stadion gegen dich ist. Edgar Seibert, Heidenheimer Zeitung, bitte. Herr Schmidt, vielleicht zu einer Personalie zu einem Spieler. Kolja Pusch war ja länger verliehen, jetzt ist er wieder zurück. Könnten Sie ein bisschen erzählen, wie er sich in der Zeit vielleicht verändert hat, was positiv ist jetzt bei ihm? Ja, ich glaube, dass das in allererster Linie wichtig war, dass er Spielpraxis gehabt hat, auch letztendlich erfolgreich war. Mit Admira Wacker nämlich den Klassenerhalt gesichert hat, da er seinen Anteil dazu beigetragen hat. Entsprechend selbstbewusst ist er hier auch angetreten wieder, hat den ersten Teil der Vorbereitung verpasst. Ist immer nicht ganz ideal, aber hat gezeigt, dass er gerade körperlich, auch was Aggressivität, was auch Tempo betrifft, einen Schritt nach vorne gemacht hat und nichtsdestotrotz, trotz der ganzen Abgänge, wir haben jetzt ja auch ein paar Spieler verpflichtet, gibt es einen großen Konkurrenzkampf gerade in der Offensive und dem wird er sich weiterhin stellen müssen. Nochmal Timo Lemmer, Trimms-Zeitung, bitte. Wolltest du mir ja vor Ulm nicht verraten, ob der Schimmer im Kader ist. Er war im Kader, hat doch gespielt. Jetzt hat er mal eine volle Woche mit euch trainiert. Vielleicht nochmal da, weil er ja noch recht neu für uns alle ist. Nochmal so die Eindrücke. Ist er schon, kann er überhaupt schon so richtig angekommen sein? Wie ist da der Status quo? Also als Typ zu 100%. Spieltaktisch ist natürlich immer was anderes, wenn du den Verein wechselst. Das braucht eine Zeit, weil sonst könnten wir ja in der ersten Woche nach der Pause gleich mit Pflichtspielen anfangen. Geht um Automatismen, geht um Laufwege. Es geht insbesondere darum, seine Nebenmänner oder auch die ganze Mannschaft kennenzulernen. Stärken, Schwächen von jedem einzelnen Spieler. Die berühmte Abstimmung dann auch zu haben, das ist ein Prozess, der dauert ein paar Wochen. Und nichtsdestotrotz, wenn man mit dem Training das beobachtet, sieht man einfach, dass er eine gute Qualität hat. Ich habe es ja im Vorfeld gesagt, die Verpflichtung haben wir gemacht, weil wir nochmal was anderes wollten. Vom Spielertyp her, er ist einer, der unheimlich explosiv ist, habe ich, glaube ich, schon letzte Woche gesagt. Wenn er den Ball hat, gute Abschlussqualitäten hat und deswegen hat man das in dieser Woche gesehen. Einer, der auch mal dahin geht, wo es wehtut, der auch sehr robust ist im Zweikampf und gerade für unser Spiel natürlich sehr wichtig sein kann. Naja, fahren wir mal weiter. Ich hatte, mit dem Leipin ein interessantes Gespräch letzte Woche, der dann gesagt hat, eigentlich nur bestätigt hat, was auch immer der Eindruck ist, dass er gut mit dir klarkommt und sagte, wenn ich mal da draußen bin, dann bin ich halt draußen. Dann sagt der Trainer mir das schon. Jetzt hat er wieder gespielt. Er sagt, er kommt noch ein bisschen auf dem Zahnfleisch daher, hat aber wieder lange gespielt und hat ja wieder Erfolg gehabt oder war ja wieder erfolgreich. Wie weit ist Leipi gerade schon in deinen Augen? Ja, sehr weit. Ich glaube, wenn man gesehen hat, hat jetzt in jedem Spiel getroffen, hat Tore vorbereitet.
Trotzdem ist er noch nicht so weit, dass er so konstant 90 Minuten jede Aktion bei 100% ist, was dem auch geschuldet ist, dass er natürlich auch die letzten, man kann fast schon sagen Jahre, nicht regelmäßig gespielt hat, sich mit Verletzungen rumgeplagt hat, gerade zum Schluss er zu uns gekommen ist und erstmal Reha machen musste, aber am besten hilft spielen und solange er trifft und dann ist es auch völlig okay, dass mal in der einen oder anderen Situation der Ball wegspringt, dass auch mal einen verliert, weil eben der Rhythmus noch nicht zu 100% da ist, aber man sieht ja jetzt schon, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Wenn man bloß das 1-0 in Ulm anschaut, natürlich schön aufgebaut von hinten raus, aber den Kopfball mit dem Laufweg, den machen nicht viele, das ist Leipi. Da passieren Dinge, mit denen rechnen wir nicht unbedingt. Und wenn es dann effektiv ist und der Mannschaft hilft, ist der Leipzig immer auf dem Platz.